Die Frage ist, hätten wir das auch als Mädel machen können? Ich verstehe es nicht so ganz. So, tragen, erreichen. An Bord des Zuges entkommen, ja. Wie können wir denn hier laufen? Sieht ja eigentlich ganz gut aus für uns. Wenn wir jetzt hier nicht. Ja. Düt, düt. Halten RT nach unten. Ja, komm. Nein! Ja, haben wir. Ah, wie, wie desynchronisiert. Was war das? Also heißt vielleicht tot, kann das sein? Wo kommen wir denn jetzt wieder zur Welt? Auf dem Scheißzug. Jetzt wäre natürlich mein Tipp nicht schlecht gewesen, ne? Was wir jetzt machen sollen. Ah, der an Bord des Zuges entkommen, ja klar. Schleichen, ah, komm mal da raus, Alter. Hätte ja eigentlich auch. Guck mal. Nee, nein, nee, nee, nee. Ach so. Ah. Komm, dann schleicht er jetzt mal. Aber man muss nur einmal drücken. RTLB für Parcourslauf nach unten. Ja, Zug nicht bestiegen. Muss er nochmal laden, ne? Vielleicht nochmal B wie bescheuert drücken. B wie bescheuert, genau. Das ist die gute Eselsbrücke. Letzter Versuch, dann enden wir auch die Session mal für heute. Ja, komm, schleich, Idiot. Ah ne, wir müssen uns ja beeilen. Da sind die. Gut, könnte er noch? Der Idiot. Da könnte. Ja. So, noch enge, wa? Das klappt ja schon besser wie eben. So. Oh, was war das denn? Also, kommen noch welche. Habt ihr die Hosen voll, ab geht die wilde Fahrt. Ja, kommen sie. Ah, okay. Oh, 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 oh. Der macht die Fliege, ist auch cool. Oh, hoffentlich hat er sich nichts gebrochen, der Arme. Der kann ja nur gar nichts dafür. So, wir. Wo sind wir denn? Alter. Müssen wir irgendwas machen? Festhalt. So, okay. Tja. Da gab es wohl einen außerplanmäßigen Halt. Ja, wie bei uns. Fahr mit der Asiak und du erlebst so einen Kack. So sieht's aus. So, nach unten klettern. L, ja, ja, toll. Erst zu so einer Scheiße auffordern. Ja, und jetzt? Idioten. Klettern. Ah, ja.
fallen lassen, B. Lass dich doch fallen, Jung. Haben wir hier ein Parcours-Möglichkeit? Nee, haben wir nicht, oder? Nee, haben wir nicht. Doch, hier. Oder? Okay, das haben wir geschafft. Aber was jetzt hier weitergeht? Ja, ich würde mal sagen, Parcours nach unten, ne? Nee, schleichen. Alter, was geht hier? Was müssen wir hier machen? Hier geht wahrscheinlich auch nicht, oder? Nee. Hier sind wir noch ein bisschen auf dem Holzweg. Kann das sein? Nee. Wir müssen hier lang. Tschö. Noch anders rum. Ja, das haben wir. Das haben wir auch. So, jetzt darf der Zug getrost runterfallen. Nächstes Mal gehe ich zu Fuß. Genau, bin ich gestern auch, weil ich keinen Bock mehr hatte, Bus zu fahren. Supi. 1000 Pfund haben wir. Und ein Novizegürtel. Gut. Diese Erinnerung bewerten. Ja, war natürlich super. Würde ich sagen, klar, Alter. Wir geben uns mal 5 Sterne. Super. Spammer in the works. So, ich hoffe, der hat das jetzt auch abgespeichert, ne? Sonst sähe es ja doof aus. So, wir sind immer noch 1868, also 97 Jahre vor meiner Geburt. Voll spannend. Der Hof, Quartier der Wache, Roosters Laboratorium. Trainyard. Oh. Pack doch mal die Chromdosen aus, meine Freunde. Keine Spuren. Und jetzt entkoppeln wir die Lokomotive und sorgen für Ablenkung. Wo sind sie? Ah, Feinde. Der Bleiter. Wo sind Brewsters Vorräte? In ihren roten Jäckchen. Feigling. Okay. Ja, wir sind die Assassine. Assassino. Na. So, schleichen. Das war doch gerade eben noch hier. 3 von 120. Es ist Zeit für die Ablenkung. Ja, wie machen wir das denn? Ah, plündern. Plündern haben wir noch gar nicht. B, plündern. Klar, Alter. So, die Ablenkung. Wie sollen die aussehen? Die Lokomotive abkoppeln. Ach, vielleicht können wir ja wieder pfeifen. Kommt der rüber? Ich bin unterwegs, Sir David. Ja, das macht ja richtig Spaß so. Ah, plündern. Plündern müssen wir natürlich den Guten. Komm mal her. Nee, das wäre... Ohne Plündern geht hier gar nichts, ne? Können wir hier rüber? Ja. Ja, wir wollen natürlich schleichen. Was ist ein Reflexwurf? Könnt.
Ist er tot? Mause tot? Ja, hier, plündern halten. Nee, wir wollen den nicht tragen. Ja, wohl kacke. So, auf jeden Fall sind wir jetzt die holde Maid und nicht mehr nur ihr Zwillingsbruder. So, und jetzt müssen wir wahrscheinlich da hier hoch. Und hallo Jungs. Die Tonne, die ist irgendwie besser im Killen als wie ihr Bruder, kann das sein? Plündern. Den haben wir ja auch noch nicht ausgeplündert. So, die Frage ist, ne, hier müssen wir gar nichts mehr. Hier müssen wir höchstens jetzt hier rüber sprinten. Nee. Ich wollte schon die Habseligkeiten plündern, Alter. Machen wir natürlich nicht. Okay, plündern tun wir die Jungs natürlich auch noch. Weil die haben uns ein bisschen abgeschröpft hier, ne? Kann das sein? Wo ist der andere? Hier. Gott sei Dank haben wir keine zeitliche Begrenzung. So, dann assassinen wir uns hier mal weiter. Wir haben noch 40 Meter to go. Riecht, als hätte Jacob gekocht. Ja. Lösen. Lösen, abkoppeln. Mach mal. XXXXX. Paff, paff, paff. Was beschäftigt euch, während ich ins Labor schleiche? Gut. Der ist beschäftigt. Ey, ja, cool. Folgt mir die Schienen entlang. Ist die jetzt getan? Pass gut auf. Alles nee, das klar. Ist die Game. Ich rufe, falls es Ärger gibt. Die haben auch schon Damen. Also gut. Sperrgebiet betreten. Was kann machen nicht wir? Vorsichtig genug sein. Wie konnte sich das lösen? Nicht dein Problem. Hol einfach die Ladung. Boah, ist das cool, Alter, das macht so einen Spaß. Aussichtspunkt erreichen, ist er das? Ich glaube, nein, das ist er, hier ist er. Hier rüber. Da ist er. Da. Aussichtspunkt erreicht. Geil. Unser erster Aussichtspunkt, wohlgemerkt. Mit dem Gerät. Ihre fragwürdigen Methoden fangen an, unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregen. Lucy Thorne, die Okkultistin. Sie hatten mehr als genug Zeit, um Ergebnisse zu liefern, Sir David. Mir war nicht bewusst, dass man von mir erwartet, wie ein dressierter Hund zu arbeiten. Ich habe meistens. Darf ich Sie an Ihre Verpflichtung gegenüber dem Orden erinnern? Miss Thorne, reiten Sie diesen Gaul nicht zu Tode. Sir David, ich komme morgen wieder. Ist das Geheimnis des Geräts dann nicht entschlüsselt, vergessen Sie Ihre Hunde und Gäule, denn dann warten die Wölfe. Mhm. Guten Tag. Gut. Mir wurde nur ein kleiner Werksrundgang versprochen, my Lords. Er hat dich geschickt. Er hat für Green spioniert. Unterzieht den Mann einem Verhör. Dann bringt ihn zu mir ins Labor. Also der Arzt ist jetzt auch kein Netter. Okay. Eine Schande. Aber nur nicht von der Mission abweichen. Und warum nicht? Den Typen.
Adlerauge L. Okay, gut, dann probieren wir das mal. Adlerauge. Ja, was ist denn jetzt? L? Ah, versteckter. So, RT und L und B für einen Todessprung. Naja, das war jetzt kein Thema. So, also zurück. RT, das ist wahrscheinlich der und L und B. Ist das jetzt der Todessprung? Nee. Alter. Wo ist denn der? Werfen. Machen wir mal werfen. Halten Sie RT, L und B für einen Todessprung. Nee. Nee. Oh, das war der Todessprung. Schleichen A. Wo ist der? Der ist ja schon was fitter. Okay, Combo. Den haben wir. So, dann mal weiter schleichen. Gegner mit hängenden Fässern töten. Wie geht das denn? 0 von 5. Wo haben wir denn hier hängende Fässer? Das ist cool. So, und wie können wir jetzt an die hängenden Fässer ran? Alter. So, wir wollen ja irgendwie Gegner mit hängenden Fässern töten. Geht das? Ah, komm, schleich mal lieber. Der Eingang. Der Eingang, da haben wir einen Eingang, oder? Ja, hier. Wo ist nur Bruce das Laboratorium? Nach allem, was wir wissen, müsste es doch hier sein.
B loslassen. Schleichen tun wir auch. Alles klar. Was genau wünschen Sie denn von mir zu erfahren, my Lord? Ich bin ganz Ohr. Dein Ohr kommt als nächstes dran, wenn du nicht... Okay. Den haben wir befreit. Gut. Haben wir gut gemacht. Ah, aufrichtigen Dank. Ich wollte mich gerade selbst befreien. Ja, er wollte sich ja, ja klar. Gedacht, Sie mich retteten. Ist aber ein Schambolzen. Binden Sie mich los, dann können wir plaudern, Milady. Mir fehlt die Zeit. Bin gespannt. Sagen Sie es mir. Im Untergrund. Man braucht einen Schlüssel. Eine der Wachen hat meinen, der Lauser. Ah, jetzt müssen wir in den Underground. Aber irgendwie, glaube ich, sind wir richtig... Das losbinden? Sie fanden rein. Sie werden sicher auch wieder rausfinden. Okay, genau. Keine er wollte Sorge, sich Milady. Doch gerade selber befreien. Ich habe noch einige Tricks aus meiner Zirkuszeit in petto. Prima. Der sieht auch schon aus wie bei Alice im Wunderland. So Karnickel, Alter. Ah, weg ist er. Cool, guck. Auch kein schlechter Assassinen-Anwärter, ne? So, wir schleichen wieder.